Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown hier bei uns aus dem Kanal Sofort und Gleich. Wir sind wieder im Rumble. Rumble Nummer 3 hat gestartet. Und ja, hier kämpfen wir jetzt gegen die Gilde Poop Gamers. Waren jetzt scheinbar... Waren jetzt mehrere aktiv gewesen. So wie das aussieht, können die nicht wirklich stark sein. Gehe ich mal von aus. Da sieht man, die verlieren doch relativ viel. Selitai Kri, Danir, Natalia, Ahmed, Jay Smith. Aber schauen wir mal, wer bei uns bis jetzt aktiv gewesen ist. Der WMW, der Nero XD, der Dietronic, Wasser, FIFA Pro und der Simal. So, und da kommt jetzt mein Account mit hinzu. Let's get ready to rumble. So. Gegen Sunnies von den Poop Gamers. Beginnen wir hier mit der Amy. Mit dem Rupert haben wir dann die Clown-Maschine. Nein, jetzt haben wir den Denkerhafen. So, das Ding können wir jetzt einfach nur durchskippen. Zack, da passiert jetzt gar nichts. Jawohl, die ersten 100 Punkte sind erreicht. Nice, weiter geht's. So, wer darf als nächstes? Wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Scott, die 563. Oh, das ist natürlich jetzt die Frage, da ich jetzt aktuell nicht weiß, was da kommt. Wenn ich jetzt hier den Bill spiele mit dem Fusel, habe ich dann auf jeden Fall schon mal den sturzbetrunkenen Bill und dann, oh, ich den jetzt noch von der Seite pushe. Machen wir jetzt hier nochmal eine Gas Glass hin. So, und damit hat sich das Thema jetzt schon erledigt. Scott, die ist besiegt. Bezwungen, niedergerungen. So, und weiter geht's. Die Nummer 3 nehmen wir uns jetzt vor. Da hat sich jetzt irgendwann nochmal ein bisschen was gerührt. Support 3 von den Poop Gamers. Und ja, da beginnen wir einfach mal mit der Gigidi Gun. Die Gigidi 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 Gun. Jo, pushen jetzt nochmal mit der Gas Glass. Ist schon jetzt gerade wieder so ein bisschen unfair, das ganze Match, so wie das aussieht. Aber na gut, so ist es. Glatte 100 erreicht. Ja, Mann. Nice. Echt nice. Und weiter geht's. Gegen Nick 94-95. Haben wir wieder einen Bill. Den mit der Alamo Bier wieder zum sturzbetrunkenen Bill gemacht. Jo. Ich glaube, ja, ein Hermes, da können wir jetzt einfach mal komplett durchskippen. Glatte 100 wieder erreicht. Jawohl. Und nehmen wir uns den nächsten Kampf vor. Automatik wieder rausgenommen. Die paddelnde Peggy am Start. Erinnert mich jetzt noch ein klein wenig an den anderen Account, wobei bei mir ist jetzt noch nicht ganz so stark. So.
Ja, jetzt reicht's, wenn ich dann noch die Roller-Derby-Haley nebendran setze. Dachte, das ist sowieso schon erledigt jetzt hier. Paddelnde Peggy ganz alleine. Macht sie das. So. Und den nächsten Kampf. Jetzt rocken wir das Ganze mal durch hier. So, was haben wir als nächstes hier? Als nächstes haben wir wieder mal den Bill mit der Alamobier. Er gibt den sturzbetrunkenen Bill. Ja. Setzen wir nebendran noch die Gas Glass. Da haben wir noch einen Vierer Bonus vorne drauf. Jetzt macht er schon 21 Schaden. Und das war's. Also dieser Gegner ist bis jetzt der einfachste, den wir hatten. Deswegen wundert mich das auch nicht, als ich da vorhin gesehen habe, dass die so wenig Punkte geholt haben bis jetzt gegen uns. Es sind immer noch knapp 250 Punkte bei 5 Mitgliedern. Ist doch ein klein wenig ernüchternd, würde ich mal sagen, für die andere Gilde. So. Dann gleich hier von vornherein den Denkeraffen gespielt. Ja. Denkeraffe am Start. Zack. Und ja, jetzt kommt nochmal der Emi von der Seite mit hinzu. Den Angriff können wir auch skippen. Weiter geht's. Ja, Mann. Noch drei. Dann sind wir damit soweit durch. Gegen Mallory. Mallory. Ja, machen wir hier wieder die Amy mit der Clown-Maschine. So, die Clown-Maschine. Würde jetzt diesmal nicht so ganz reichen, aber ich habe ja hier noch eine Amy zum Pushen. Jetzt macht sie schon 15 Schaden. Und wenn ich jetzt nochmal pushe, jetzt hätte ich den Erhätschen Denkeraffen spielen können, ist auch egal. Skippen wir das ganze Ding. Zack. Hat sich erledigt. Glatte 100. Das wird ein Tausender. Perfect Match. Noch zwei. Nice. Gefällt mir sehr gut. Big Wiggles. Bedeutet für mich, dass zumindest mal Gilde 1 schon mal. Oh, jetzt kommen wir hier die Drunken Clam. Gilde 1 hat dann definitiv schon mal den ersten Tag überstanden. Die ersten drei Rumbles sollten damit auf jeden Fall sicher in der Tasche sein. So, hier können wir jetzt noch, machen wir es andersherum, spielen wir erst die Drunken Clam. Und danach spielen wir die Peggy da drauf. So. Einmal boxen darf sie noch. Da ist die betrunkene Peggy. Nice. Gut. Glatte 100 wieder erreicht. Extrem geil. Und dann schauen wir uns das Ganze gleich noch in Account 2 an. So, und jetzt haben wir noch ein Match gegen Josh S2530. Ja, beginnen wir jetzt einfach mal mit dem Peter. Können wir den Waffensicherheitspeter, je nachdem, was da jetzt kommt, Waffensicherheitspeter. Ja, der macht 22 Schaden schon mal gleich auf der 1. Und jetzt noch die Gas Glass nebendran gesetzt und das Ding ist gelaufen. So, das war es jetzt erstmal hier von meiner Seite in Gilde 1. Switchen wir mal schnell rüber in Gilde 2. Schauen mal,
wie es da aktuell aussieht. So, ne, falsche. Ich einfach mal das Bild im Hintergrund rausgenommen. Ich wollte davon rausnehmen. So. Jo. Und da sind wir auch schon in Gilde 2 und jetzt schauen wir mal, wie das Ganze hier aussieht. Ein neues Match hat begonnen. Oh! Oh! Oh, 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 was passiert denn hier? Testicular Fortitude. Da haben wir jetzt 5 Aktive bis jetzt. Und hier Relaxo, ein wildes Leo. Grab Gaming, da wird es jetzt an der Zeit, dass wir da jetzt mal schauen, was wir machen können. Jetzt hatte ich eigentlich gehofft. Samuel J426. Beginnen wir mal mit der Oktoberfest-Lila. Baseballkarte. Dann hätte ich als nächstes den Henk anzubieten. Den Hank mit, das wäre das, das wäre das, das wäre der Grand Theft Hank. Grand Theft Hank, das hier ist sogar die stärkere Version. Gut, jetzt machen wir erstmal 15 Schaden. Wie viel boxt er? Zweifach, das heißt wir haben 17 Schaden auf der 1 momentan. So, und das Ding ist auf jeden Fall erstmal durch. Glatte 100 müssten das sein, oder? Ne, 98, weil der Schaden nicht mehr regeneriert wird. Na gut. Schade. Naja, immerhin 98 Punkte geholt. Oh, die sind aber auch noch aktiv. Ja, jetzt muss hier was passieren in Gilde 2. Gegen Proteus 90980. Gut, ich könnte natürlich erstmal beginnen hier mit dem Bob. Kommt Lois Klavier. Rein theoretisch wäre jetzt hier der Bob in der Wand möglich. Das ist natürlich jetzt sehr unangenehm, dass er ausgerechnet den Bandit Bob jetzt gespielt hat. Das gefällt mir jetzt weniger gut. Hä? Dreier-Schild komme ich nicht durch, was ist das? Das ist natürlich jetzt extrem unangenehm. Schauen wir einfach mal, ob wir wenigstens diese eine Runde hier überstehen. Je nachdem, wo er hinboxt, das ist jetzt gut gelaufen. Dann kann ich als nächstes hier mal Slurm spielen. Oh mein Gott, das wird jetzt echt richtig haarig werden. Das wäre der Limo-Bar-Trinker, ne? Machen wir erstmal Slurm. Eine andere Alternative habe ich jetzt aktuell sowieso nicht. Oh Mann, ey, oh Mann, 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 oh Mann. Ja, da ist mein Account noch nicht wirklich stark genug. Das wäre der Limo-Bar-Trinker. Wäre das goldene Stück Scheiß relativ schnell weg. Aber mit dem Slurm-Loco, der holt sich auch genügend Leben wieder zurück. Also das Slurm-Loco ist jetzt auch eine ganz gute Wahl eigentlich. Und der krippelt auch nochmal ganz gut was runter. Aber ich befürchte, dass jetzt meine Gas-Class
Die Gas-Class ist jetzt weg. Aber ich spiele jetzt hier mal die nächste dahin. Ja, gegen den Mushu kann natürlich das Lurmloco nichts machen. Das ist nicht gut jetzt gerade. Ach ja, es ist so frustrierend. Es ist so frustrierend. Aber wenigstens wäre der jetzt mal weg. Na gut, Proteus. Proteus war jetzt zu hart für mich gewesen. Konnte ich jetzt nichts machen mit meinem Account aktuell. Ja, und im Gegensatz zu Gilde 1, erinnert mich irgendwie an den letzten Rumble. Beim letzten Rumble war es ja ähnlich gewesen. Da war erstmal Gilde 2 härter getroffen worden als Gilde 1. Gilde 1 hatte es noch relativ gechillt gehabt. Das Ganze scheint sich hier irgendwie zu wiederholen. Ja, ich weiß es ja, was ich am besten da. Gut, er hat einen Dreier, er hat einen Viererstock, das heißt, er kommt sowieso durch die Mauer durch. Bedeutet, es wäre vielleicht besser, wenn ich einfach nur ganz normal jetzt hier pushe. Natürlich eine Susan Boyle jetzt hier am Start. Ja. Die Susan Boyle kann jetzt allerdings nicht mehr. Ja, wenn ich cripple und. Schau mal einfach mal. Aber 11 Leben holt sie sich wieder zurück. Aber sie kommt auch nicht wirklich jetzt gegen das Alkoholbad weiter. Und das ist das, was mir am wichtigsten momentan erscheint. Nochmal hier die Drunk at Work. Dann gucken wir mal, ob wir da diesen Disco-Krimi. Wer ist denn überhaupt Mös? Faustschlag 1, 5er Louise. Ja, jetzt kommt sie natürlich durch. Jetzt kommt sie natürlich durch. Jetzt hat er einen Malteser Likör da hinten. Na gut, aber jetzt ist schon mal dieser Disco-Krimi. So wie es aussieht, ist der Disco-Krimi weg. Das ist jetzt ganz gut gelaufen eigentlich. Ja, und das Alkoholbad da hinten hält sich noch wacker, ne? Hält sich wirklich noch wacker. Gut, jetzt müssen wir mal die Gasglas spielen. Den Schüler Stan. Machen wir hier den Fusel da hinten hin. Der wird ja auch nochmal ein bisschen gepusht. Jetzt erstmal der Schüler Stan weg. Das ist schon mal gut. Das ist wieder ein relativ langes Match jetzt hier. Ja, machen wir bei der Susan Boyle ein bisschen was runter, dass die dann nicht mehr so viel Schaden anrichten kann und sich mein Alkoholbad so langsam aber sicher wieder erholen kann. Jetzt blocken wir erstmal den Malteser Likör. Ja. Oh, der Whisky-Trinker. Der Whisky-Trinker, das ist jetzt nicht so schön. Ja, ist klar, ist klar, ist klar. Aber ich habe jetzt hier den Bob in der Wand, rein theoretisch. Oder ich könnte auch den Limo-Bar-Trinker spielen. Dann wäre relativ schnell. Wie sieht's eigentlich da hinten aus? Wie viel Schaden? 4, 9, 13. 13 und noch einmal gepusht von der Seite und dann sollte das Ding eigentlich rum sein. Ja. Gut, dieses Match haben wir gewonnen. Wird relativ viel noch geheilt. Aber Murs haben wir besiegt.
spannendes Match. Und es geht weiter. In Reels ist auch jetzt mit dabei. Okay. Lasst uns mal schauen. Was haben wir hier? Tim Buck Yu. 5er Bänder, alle Leben 1, heilen 1. Und ja, wenn wir jetzt hier gleich mal mit dem Bill loslegen, kommt er mit einer Lila. Aber müssen wir mal schauen. 9, 8, 9, 21, 3, 6, 9, 27, 3, 7. Machen wir doch das da. Nach Möglichkeit soll die Lila gar nicht erst durch die Mauer in irgendeiner Form durchkommen können. Dann haben wir einen Flirty Tudor. Ja, der erste ist schon einmal weg. Den haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal sicher. Jetzt können wir die Oktoberfest Lila spielen. Machen wir doch gerade mal. Ich glaube, das Bürgermaskottchen wird jetzt nicht lange. Ein Angriff kann er machen. So. Zuerst mal wieder alles runtergekrippelt. Alles, was geht. Ein Angriff macht der Boomhauer noch. Gut. Und dann haben wir hier hinten den Fry. Und der sturzbetrunkene Bill hat sich schon wieder selbst geheilt. Durch das Alkohol-Event. Nice. 96 Punkte geholt. Bis jetzt nur ein einziges Match verloren. Sehr schön. Testicular Fortitude. Ja, hier merkt man dann jetzt allerdings, wenn der Gegner schwieriger wird, dann haben wir mit Gilde 2 doch ein bisschen mehr Probleme. Aber gut, eine Linda Belcher. Sepp Brannigan. Yacht Dreams. Alles klar. Und dann kommt er noch gleich mit einem Peter. Okay. Aber ich habe jetzt hier tatsächlich meinen Betrunken auf dem Rasenmäher. Und noch ist dieses Match nicht gelaufen. Oh, Drunk and the Clam. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Das ist echt hardcore. Ja gut, okay, also dagegen kann ich natürlich jetzt nicht mehr anstinken. Willy, Lukey ist dann doch zu stark für mich. Na gut, jetzt hätte ich den. Ja, es hätte jetzt auch nichts gebracht. Das ist jetzt vorbei. Das Ding kann ich aufgeben. Kapitulation! Kapitulation! Ganze 9 Punkte. Das zweite Match verloren. Alrighty then. Weiter geht's. Master. Jo, beginnen wir mit dem. Wir beginnen mit dem Bob. Vitruvianischer Mensch.
Und dann hätte ich jetzt hier den Burger Boss Bob. Machen wir es erstmal so rum. Ein Angriff kommt durch. Dann spiele ich jetzt als nächstes hier mal. Oh mein Gott, was mache ich hier? Was mache ich hier? Was mache ich hier? Ich weiß nicht, was da kommt. Kann sein, dass da eine paddelnde Peggy oder sowas kommt. Ne, jetzt kommt erstmal hier ein Bob. Okay. Dann können wir hier zwei Flirty Tutoren spielen. Muss einfach jetzt versuchen. Oh, schmieriges Gedutsch. Nein! Oh Mann, du! Ehrlich. Das gibt's doch gar nicht. Kommt er mir mit so einem da an? Ja, aber jetzt ist das Ding durch. Jetzt ist es durch. Ich könnte jetzt natürlich hier die Generalprobe machen. Aber das wäre jetzt ziemlich. Ja, wobei, ich krieg jetzt, so wie es aussieht, selbst dann wären es 15 Schaden. Nein, das würde nicht ganz reichen. Also spiele ich doch lieber die Anale entstellt erstmal, um da den schmierigen Skadooch wegzubekommen. Und na, den einen Schadenspunkt bekomme ich nicht weg. Okay. Jetzt nochmal hier den Flirty Tudor neben dran gesetzt und dann haben wir das Ding doch hier schon ziemlich sicher gewonnen. Den einen Punkt holen wir uns jetzt. Jawohl. 76. Jawohl, das wird echt. Der Jumper macht mit. Geil. Es wird echt spannend. Also diesmal bei diesem Match hier muss sich Gilde 2 anstrengen. Hier muss gegen Lulu. Oh, da traut man sich ja gar nicht anzugreifen. Gegen Lulu. Lulu. So. Machen wir hier erstmal den Drunken Clam. Schöne Alkoholkarte. Kommt er mit einer Blurns Ball? Ja, die Blurns Ball wird ihm jetzt nicht wirklich großartig helfen können. Jetzt habe ich hier Sportkarten. Sind zwar nicht schlecht, aber aktuell beim Alkohol-Event nicht so effektiv. Ja, und dann natürlich, ja, das könnte ich mich entscheiden, hier zwischen Drunk at Work oder machen wir hier vorne. Wir machen hier vorne den Absinthrausch, ja, und da hinten lassen wir einfach mal die Drunken Clam laufen. Die wird jetzt sowieso die Blurns Ball wegmachen. So, und die Generalprobe. Ich stelle sie jetzt auf die Generalprobe. Ja. Wie sieht es denn nun momentan aus? 10, 17 Schaden. So sind es 21 Schaden. Aber dafür. Na doch, der kriegt die ja trotzdem. Der kriegt ja trotzdem Da Vinci's Bart klein. Ja, das Ding ist gewonnen. So, das ist jetzt schon gelaufen. Zack. Glatte 100. Juhu. Die glatte 100 ist erreicht. So, und da kommt wieder nächster aktiv bei denen. Master Niggi ist schon so. Bob. Kongo Jack, Limo-Bartrinker. Limo-Bartrinker wird es jetzt machen. Oh, der hat auch ein Limo-Bier. Uiuiui. Jetzt die Frage, ne, was kommt da jetzt? Was kommt da jetzt? Am besten mache ich hier erstmal den Flirty Tudor hin.
Und dann auf der nächsten Position erst spiele ich dann den Fry. Flirty Tutor holt sich ja sowieso Leben wieder zurück. Jetzt erst spiele ich den Fry. Und da hat er den betrunkenen Bullock. Oh no, oh no, oh no. Ich habe den betrunkenen Fry. Und das Match ist jetzt schon rum. Zack. 88 Punkte geholt. Nice. Extrem geil. Naja. Extrem geil wären 100. Aber so ist es ja auch nicht so schlecht. Also, weiter geht's. Na, ja, da hätten wir da hinten wieder den Drunken Clam. Wobei natürlich der Bill eigentlich jetzt vergeudet ist, ne? Eigentlich ist der Bill vergeudet an der Stelle. Aber lieber jetzt hier mal mein Gott, das ist natürlich jetzt nicht optimal gelaufen. Das ist überhaupt nicht optimal gelaufen. Weil das Gute ist, dass die beiden sich jetzt da vorne battlen können. Und da wird jetzt nicht wirklich viel passieren. Nur mit einer Alamo Cool. Das gibt so ein Endlos-Match jetzt hier wieder, so wie ich das sehe. Zum Heilen wäre es eigentlich ganz gut. Aber hier kann ich schön runterkrippeln. Und es wäre jetzt gerade gar nicht mal so schlecht bei der Alamo Cool da hinten, wenn ich die runterkrippeln könnte. Ein Stück weit, dass die kaum noch Schaden macht. Jetzt kommt er hier tatsächlich noch mit dem S&M, Peter. Interessant. Interessant, interessant, der Verlauf dieses Matches. Spielt hier noch ein Ruppert. Ja, aber ist eigentlich ganz gut für mich bei der Anal entstellt. Der S&M, Peter, hilft mir dabei, die Anal entstellt nur noch stärker zu machen. Na, tatsächlich jetzt hier noch ein Bender. Müssen wir mal da hinten mal den Hank. So. Ja, und wie ihr seht, jetzt hat inzwischen die Anal entstellt schon 22 Angriff. Und der sturzbetrunkene Bill hält sich da vorne wirklich wacker. Das macht er klasse. Richtig, richtig geil. Mal gucken, 5,19. 5,13. 5,23. Oder den Teufel, Hank. Wofür haben wir den denn? Lass uns hier den Teufel, Hank, mal spielen. Kann er noch ein bisschen mitboxen. Ja. Jetzt ist sowieso erstmal der S&M Peter weg. Oh, sieht doch eigentlich gar nicht mal so übel aus, dieses Match hier. Oh, jetzt kommt er nochmal mit dem Yachtclub. Ja. Und jetzt kann ich noch einmal schön durchheilen. Juhu. Aber dazu werde ich nicht mehr großartig kommen, weil die Anale entstellt ja schon alles macht. So, ja, das Match ist gewonnen. 93 Punkte geholt für die Gilde. Nice. Noch ein Kampf. AJ Scorp, AJ Scorp. Komm mal mit dem Hank. Und er hat ein Tier, Arnie. Ich werd bekloppt.
Ich kann noch mal ein Tier Ani sehen. Naja. Ich habe einen betrunkenen Hank. Den pushe ich jetzt noch mit der Gas Class. Macht er noch mehr Schaden. Jetzt macht er schon alleine 18 Schaden da vorne. Oh, die Oktoberfestlieder. Jo. Das Ding hier ist definitiv jetzt schon entschieden. Wer hätte das gedacht mit einem einfachen Hank? Sehr, sehr nice. So, das war jetzt auf jeden Fall schon mal das Ding hier gewesen. Jetzt gucken wir mal da rein. Grab Gaming, ja, gleich zwei Jumper in Reels. Und bei denen sieht das auch heiß aus. Jetzt sollte ich am besten gleich noch den nächsten Account mit ins Spiel bringen. Weil ich glaube, es könnte jetzt hier wirklich sehr eng werden. Es könnte sehr eng werden. Wie ihr seht, ist es das ja. Auf jeden Fall. Jetzt schon sehr, 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 sehr eng. Und jetzt nochmal einen knappen Tausender reinwerfen. Wäre das wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Werde ich das doch mal tun. So, dann starten wir das Ding jetzt hier wieder. Okay. Momentchen mal. Jetzt muss ich noch kurz was gucken. Gehen wir mal wieder auf Congregate. So, und wer die letzten Videos gesehen hat, weiß, was jetzt passieren wird. Jetzt kommt Mamish. Jetzt kommt Mamish. Das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Das geht gar nicht. Hier muss jetzt Mamish mit hinzukommen. Was ist hier gerade los? Warum ist hier gerade alles so langsam? So, da hat mich natürlich jetzt Stacy erst vor kurzem auf was gebracht. Jetzt habe ich die ganze Zeit dieses Lied im Kopf. Das ist wirklich unfassbar. Gab es diese mit Peter, Birdie Peter oder wie das Ding hieß. Weiß nicht, ob ihr das kennt, wo er da steht. Bird is the name and a bird and a bird is the name. Und ich habe jetzt die ganze Zeit diese blöde Szene im Kopf. Oh mein Gott, Ceci, jetzt hast du mir wieder ein eingebrockt hier. Krieg ich den Käse nicht mehr aus dem Kopf raus. Bird and a bird is the name and a bird and a bird is the name. So, Pack Opening, das war das gewesen. Das andere ist alles noch okay. Gut. Gut. So, jetzt muss man hier mal die Seite laden. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Warum sind so Verbindungen hier gerade so langsam? So, laden wir das mal. Spiele. Gut. Einen Moment nur, kann sich nur noch um Stunden handeln. Das kann sich nur noch um Stunden handeln. Animations, Rowdown.
So, dann gehen wir mal hier in den Filmmodus wieder rein. Was ist denn da los? Sein. Also da muss auf jeden Fall irgendeine Lösung her. Bird and a bird is the way, and a bird and a bird is the word, and a bird and a bird is the word. Das kann noch ein bisschen dauern. Gucken wir mal in der Zwischenzeit hier rein, wie es da aktuell aussieht in den Ranglisten. Haben wir Teamwork makes the dream work. Team Geek werden wahrscheinlich eh wieder die gleichen Gilden sein. Rambogi, Yell, Reno, Leave You in Friends, The Danish, Futurama, die Fire Demons, Dutch Comedy Force, New Generation, Legendary Booty, Fairy Army, De DK, Domin Dominance, AAA, Noob and Pro, Peter's Hairy Boobs. Okay. Denmark, Swedish Fighter, Bipolar Bears, Finlandia, Rockin' Clam, Crisscross Applesauce, Obey, The Beer, Finnland 2, New Genland, Bob's Burger, A420S. So, gucken wir mal hier in die Gilde rein. Auf Platz 1, hör gleich. Auf Platz 2, Jumper. Lord Universal Solar, SCP, Death of Nico Jordan, Player Nüsse, Ein wildes Leo, Tiger Top, Petro Geli. Ja, jetzt kommt's auf euch an. Jetzt kommt's auf euch an, dass ihr was macht. Den Kampftag ist erwartet. Jo. Also das war es jetzt erstmal von dieser Folge gewesen. Nämlich Showdown. Es kommt jetzt auf euch drauf an, dass ihr aktiv werdet in Gilde 2, so wie in Gilde 1. In Gilde 1 sehe ich jetzt weniger Probleme mit dem Rumble. Habt ihr gesehen, die sind relativ einfach zu besiegen, sag ich mal. Viel problematischer. Das sieht das Ganze momentan in Gilde 2 aus. Da müsst ihr was machen. Weil sonst geht das Ding verloren. Also, falls es euch gefallen hat, lasst mir einfach mal ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Mit mir dem gleich, macht's gut, bis dann und tschüss.